Kompaktes Wissen aus dem Ländle. Die sieben Schwaben-Speaker. Motivationsmanagement, Unternehmens- und Personalführung, Kreativität. Interessante Themen von hochkarätigen Rednern, Personaltrainern und Managementberatern vorgetragen. Und all das mit viel Herz, Humor und großem Einsatz für die gute Sache. Deutschland ist ein Land des Ehrenamtes und die meisten, die sich ehrenamtlich engagieren, kommen aus Baden-Württemberg. Was liegt denn da näher, dass wir sieben Schwaben-Speaker uns auch ehrenamtlich engagieren? Und es ist uns eine Ehre, das zu tun. Über 900 Zuhörer kamen in die Villinger Tonhalle, um an der großen Charity-Aktion beteiligt zu sein, die Tanja Köhler mit ihren sieben Schwaben-Speakern initiiert hat. Ja, das ist eine super Idee. Ich freue mich brutal. Ich habe die Tanja Köhler beim Vortrag kennengelernt. Wir haben uns gleich super verstanden. Sie hat gleich gesagt, wir machen was gemeinsam. Eine Aktion, eine große Aktion. Und jetzt werden wir heute Abend sehen, was draus geworden ist. Ab einer Spende von 50 Euro, die zu 100% der Stiftung ProKids zugute kam, konnte man sich also ein Plätzchen in der Tonhalle sichern und beim ersten gemeinsamen Auftritt der sieben Schwaben-Speaker dabei sein. Die sieben Schwaben-Speaker weiten das Publikum beispielsweise in die Geheimnisse der Erfolgsgeschichten ein, die von den Unternehmen im Schwabenland geschrieben werden, und gaben Antwort auf die Frage, warum es hier so viele Hidden Champions gibt. Tanja Köhler sprach in ihrem Vortrag mit dem Titel »Muss nur noch geschwind die Welt retten« über schwäbische Alltagshelden. Die Tanja Köhler ist mehrfach bundesweit ausgezeichnet und spezialisiert auf herausfordernde Situationen im betrieblichen Alltag. Die Tanja Köhler steht in Deutschland für Veränderung und Verantwortung übernehmen. Und meine Aussage ist, Menschen können nicht Verantwortung für andere übernehmen, wenn sie es nicht bei sich selbst anfangen. Also dieser Verantwortungsprozess, bei sich selbst zu schauen, da liegt mein Fokus darauf. Ich hände eine molle Idee, betitelte Nils Bäumer sein Thema. Kreativität ist eine Fähigkeit, die wir alle besitzen und trainieren können. So lautet eine seiner Botschaften. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle kreativ sind. Nur viele verlieren den Glauben daran. Und das Feuer wieder zu entfachen, also dass man so ein bisschen das Feuer für eigene Ideen wieder empfindet und das Leuchten in den Augen kriegt, das ist der Wunsch, den ich habe, wenn die Menschen aus meinem Vortrag rausgehen. Aus Berlin die Tübingerin Dr. Christiane Nil-Theobald. Du musst brennen, die neue Lust am Schaffen. Bei Dr. Christiane Nil-Theobald drehte sich alles um das Thema schwäbisches Motivationsmanagement. Die Hauptkernbotschaft ist, dass die Menschen und dass die Unternehmen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter, dass die Menschen wieder brennen. Das ist sehr, sehr viel wichtiger, als das Ausbrennen zu verhindern. Was man da so anbietet mit Stressseminaren oder Resilienztrainings oder was auch immer der Trainermarkt hergibt. Die Grundlage dafür ist die positive Psychologie, die festgestellt hat, dass es fürs Unterbewusstsein von Menschen für einen viel größeren Erfolg gekrönt ist, wenn du dich um das Positive kümmerst. Stichwort Stärken, Stärken, statt dass du an dem Defizitären, an deinen Defiziten, an das, was nicht funktioniert, rumdokterst, so wie es bislang immer die klassische Psychologie gemacht hat. Dass es den Knigge auch auf Schwäbisch gibt, zeigte Angelika Resch-Ebinger. Der erste Eindruck ist natürlich immens wichtig. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. Wir sind geprägt durch unsere Vorurteile, die wir haben, durch unsere Erziehung, sind wir aufgewachsen. Und da gibt es dann doch schon auch das eine oder andere Vorurteil. Und deshalb sind wir immer auf der sicheren Seite, wenn wir schauen, passt denn meine Kleidung für den jeweiligen Anlass und auch meine Umgangsform. Verbieg sie nicht. Dazu ruft Führungspraktiker Bernhard Striebel auf. Er stellte 5 Erfolgsprinzipien der Führung aus mittelständischen schwäbischen Firmen vor, die von jedem direkt ein- und umzusetzen sind. Führung muss erlernt werden. Man kann nicht einfach nur führen, das ist Gott gegeben oder auch nicht, sondern es sind konkrete Punkte, um die es geht. Und genau da möchte ich die Zuschauer dazu auffordern, sich damit zu beschäftigen, damit auseinanderzusetzen und aus den Menschen im positiven Sinne rauszuholen, was in ihnen steckt.
und nicht versuchen, etwas reinzutun oder dazu zu dichten, was die Natur nicht vorgesehen hat. Wie man Preisverhandlungen auf Schwäbisch führt, weiß Felix Schweigert und gibt seine Tipps an das Publikum weiter. Die Idee ist, aus der Preisverhandlung komplett auszusteigen bzw. sich die eben dann zu vermeiden. Das ist die Idee meiner Herangehensweise. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das hin? Und die Idee, die hinten dran liegt, nehmen Sie Ihr Bahnticket. Sie werden am Schalter nie auf die Idee kommen, den Preis zu verhandeln. Ja, da haben wir einen Monopolist. Das kriegen wir wahrscheinlich oftmals nicht hin. Gehen Sie zu einem Luxuswagenhersteller, gehen Sie zu Porsche und sagen, ich möchte mal einen Preis verhandeln. Der lacht Sie aus. Ja, das heißt, die Idee ist es, aus der Preisverhandlung auszusteigen, da gar nicht reinzugehen und deswegen als bisschen provokanter Titel, ein bisschen schwäbisch natürlich, kann man da nicht so einen Preis machen. Nein. Wo Gott's nah? Zukunftsgestaltung auf Schwäbisch. Welche Kraft steckt in Visionen? Wie entzünden wir das Feuer? In uns selbst und in den Mitarbeitern. Diesen Fragen geht die Managementberaterin Margit Müller auf den Grund. Mir ist es wichtig, mit meinem Vortrag Menschen wieder zu inspirieren, sie mutig zu machen, wieder zu träumen und kreativ zu sein, ihnen eine Idee davon zu geben, welche Kraft in der Vision steckt. Mein Eindruck ist, wir sind heute sehr damit beschäftigt, Verpflichtungen nachzukommen und unsere Pflichten zu erfüllen. Und ich möchte gerne, dass Menschen wieder anfangen zu träumen, weil ich davon überzeugt bin, dass das Leben sehr viel lebenswerter und lebendiger ist und dass wir viel glücklicher sind, wenn wir Träume haben, für die wir brennen, die in uns zum Ausdruck kommen wollen. Harald Armin Massers Leidenschaft ist, Redner auf der Bühne heller strahlen zu lassen. Mit seiner Moderation hat er die 7 Schwaben-Speaker und die Zuhörer auf den großen Abend eingestimmt und machte ihn zum Gesamtkunstwerk. Mein Name ist Harald Armin Masser. Ich bin einer der 9 Schwaben-Speaker. 9 Schwaben-Speaker. Der Moderator. Und ich habe ja gesagt, ich habe meinen ersten Roadmovie in Amerika erlebt. Die 7 Schwaben, das war ja so der Vorläufer des Roadmovie. 7 Schwaben, anfangs waren es 9, die haben beschlossen, wir gehen auf ein Abenteuer. Daher sind wir auch mehr als 7 Personen, insbesondere wir sind ja auch Unternehmer als Redner und wir wollen skalieren. Wenn wir jetzt sagen würden, bei 7 ist Schluss, wie soll man da noch wachsen? Das kannst du ja gleich vergessen. Lehrreiche und unterhaltsame Vorträge, ein breit gefächertes Themenspektrum, kurzweilig und mit viel Humor vorgetragen. Der Abend kam bei allen Beteiligten gut an. Das Publikum war begeistert. Sehr schöne Vorträge waren gut, sehr interessant, informativ, auf hohem Niveau. Mir sehr gut gefallen. War ein sehr schönes, gemischtes Programm, von jedem ein bisschen was dabei. Man hat überall gute Impulse bekommen und da wird sicherlich das eine oder andere sich rausergeben, denke ich. Ja? War schön. Der Vortrag Knigge ist doch für jedermann. Das Geschwind, das gehört ja zu unserem Alltagsleben und die Kreativität, die nehmen wir mit Sicherheit auch mit. Der Vortrag von dem jungen Mann über Kreativität, den fand ich sehr, sehr anspannend und inspirierend. Viel Spaß gehabt, viele gute Anregungen, ja, weiter so. Herzlichen Glückwunsch. Sie möchten mehr über die 7 Schwaben-Speaker erfahren? Weitere Termine sind bereits in Planung.